Leute, ich hab sie bekommen! So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich die aufkriege. So ist die aus Amerika gekommen. Und jetzt muss ich schauen, wie das aufgeht. Das schaut irgendwie so aus wie so ein... Das ist komplett zu... Ah nee, da kann man in der Mitte aufmachen. Das sind zwei Teile. Das hat man irgendwie so auf den ersten Blick nicht gesehen. Seht ihr das? Ja. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man so kleine Pakete versenden darf. Ja. So, das müsste reichen. Der große Spann. An dieser Stelle kommt natürlich die Werbepause. Dieses Teil könnt ihr jetzt haben in meinem Shopify-Shop. Und den ganzen August gibt es noch ein E-Book gratis dazu. Einfach den Code, der unten in der Beschreibung ist, verwenden. Ich hab's gleich. Da ist sie. Wow, die fühlt sich richtig gut an. Klasse. Und wo ist der Deckel? Hä? Ich dachte, die hat einen Deckel. Haben die den Deckel vergessen? Der ist nicht da drin. Weder hier, noch hier. Der kann aber auch nicht durch das Loch verschwunden sein. Gleich reklamieren. Aber ansonsten wäre das ein toller Thermobecher, wo man den Kaffee heiß oder kalt halten könnte, wenn man den zumachen könnte. Also ja, ich meine, das Wichtigste ist halt I Love to Grow, Regenbogendesign. Und hier noch ganz unauffällig bei Polyglot Mona. Und ich meine, die Aussage der Tasse ist natürlich Freude am Lernen und ich bin bereit zu lernen und ich bin ein Mensch, der gerne wächst. Wie eine Blume. Genau, jetzt muss ich mich nur noch um den Deckel kümmern. Aber ehrlich gesagt, meistens bin ich so schnell mit dem Kaffee. Aber trotzdem, manchmal möchte man Deckel, zum Beispiel wenn es regnet. Von der Tankstelle zur Autoladesäule bringen. Und da ist ja kein Dach bei einer Ladesäule. Und was denkt ihr? Bis bald. Ciao, ciao.